Die ging jetzt nach oben und der Longines Großer Preis von Baden ist in diesem Moment an der 2400 Meter Marke gestartet. Das Feld ist auf der Reise Sirius gut auf die Beine gekommen. Sofort Lucky Speed mit in vorderster Linie. Enisia an der Außenseite versucht sich gleich eine gute Position zu sichern. An der Innenseite See the Moon. Dahinter sehen wir die Gruppe mit Harmony, Terubi, Nightwish, Berlin, Berlin, Giants, Cauldron und Ivanhoe. Unter ihrem Beifall geht es am Zielpfosten vorbei und der Favorit der Prüfung, See the Moon, hat das Kommando übernommen, führt vor Lucky Speed. Es geht in den Iffezheimer Bogen hinein, dahinter Inisia in aktuell dritter Position. An der Innenseite galoppiert Sirius als viertes Pferd vor Lucky Line. Dahinter Berlin, Berlin mit Ammonit, Nightwish. An der Innenseite sehen wir die Farben von Ivanhoe vor Terubi und Giants Cauldron zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es in Richtung der Gegenseite. See the Moon führt mit einer halben Länge vor Inisia. Dahinter sehen wir Sirius als drittes Pferd, dann Lucky Speed, der ist vierter, Ammonit galoppiert an der Außenseite in fünfter Position, vor Berlin, Berlin, Lucky Line, dahinter Ivanhoe, zurück im Feld, die Farben von Nightwish, von Terubi und von Giants Cauldron am Ende des Feldes. Bei alles andere als schneller Fahrt geht es die Gegenseite hinunter. See the Moon führt vor Inisia. Dahinter ist es Lucky Speed als drittes Pferd. An der Innenseite Sirius. Dahinter Nightwish vor Lucky Line. Der hat ein wenig Boden gut gemacht. An der Außenseite Ammonit galoppiert in sechster, siebter Position. Ivanhoe ist zurück im Feld. Das gleiche gilt für Terubi und Giants Cauldron. Bleibt am Ende des Feldes. Ausgangs der Gegenseite geht es in den Schlussbogen hinein und knapp 800 Meter sind nur noch zu galoppieren. See the Moon marschiert vor Inisia, Lucky Speed, Ammonit. Dahinter lässt sich Nightwish anfallen, lässt sich Berlin, Berlin anfassen an der Seite von Lucky Line. Sirius geht gut, Ivanhoe macht spürbar Boden gut. Dann Nightwish, Terubi und Giants Cauldron. Es geht gleich in den Einlauf hinein. 450 Meter sind das noch vorne. Marschiert See the Moon vor Lucky Speed, der lässt sich anfassen. Sirius macht Boden gut, dahinter die Schlender, Anna, Inisia und Ivanhoe, vorne See the Moon, aber er muss sich strecken, See the Moon, Ivanhoe macht Boden gut und er kommt, See the Moon vor Ivanhoe, Sirius, See the Moon, Ivanhoe an der Außenseite kommt, See the Moon gegen Ivanhoe, der geht ein Tick vielleicht besser, Ivanhoe vor See the Moon, er verliert seine weiße Weste, Ivanhoe und Philipp Minarek für das Gestüt Schlenderhahn und JP Cavallo gewinnen gegen See the Moon und dahinter ist Nightwish dritter vor Sirius, vor Berlin, Berlin, Lucky Line, Inisia, Lucky Speed, Ammonit und Terubi. Ivanhoe gewinnt den Longines Großer Preis von Baden gegen See the Moon. Wow, was war das für ein Rennen? Was war das für einen Sieger, den wir hier gesehen haben im Longines Großer Preis von Baden? Achtung mal an die Fotografen und die Kameraleute auf dem Geläuf, vielen Dank. Der vorläufige Einlauf für den Longines Großer Preis von Baden 2014. Erfolgreich war die Programm Nummer 3, Ivanhoe mit Philipp Minarek. Zweites Pferd war die 10, See the Moon mit Christian Demuro. Und auf Platz 3 war es die 5, Nightwish mit Alexander Peach. Vorläufig heißt das 3, 10 und die 5. Ivanhoe hat ihn bezwungen, den Derby-Sieger des Jahres 2014. See the Moon, der aber auch in der Niederlage ein riesiges Rennen gelaufen ist.
Ja, und ich verspreche Ihnen eins, jetzt bebt Iffezheim, denn bei diesem Jockey, da wird richtig, richtig gefeiert. Im Frühjahr hat er schon gewonnen, da hat er den Rennplatz beben lassen und das tut er jetzt schon, wenn ich hier rechte Hand aus meinem Fenster gucke. Longines, großer Preis von Baden 2014, der vorläufige Sieger hier vor der Binnersee-Tribüne. Erfolgreich war der vierjährige Soldier Hollow-Sohn Ivanhoe. Im Besitz des Gestüt Schlenderhahn. Jean-Pierre Cavallo in Bergheim ist der Trainer und es war ein Meisterritt. Es war ein Meisterritt vom zweifachen deutschen Champion von Philipp Minarek. Feiern Sie diesen Sieger im Longines großer Preis von Baden. Er hat es verdient. Er hat den Derby-Sieger bezwungen. Er hat See the Moon geschlagen. Und wie hat er hier gewonnen? Es war eine beeindruckende Vorstellung von Ivanhoe für das Gestüt Schlenderhahn, für Jean-Pierre Cavallo und für den zweifachen deutschen Champion, für Philipp Minarek. Ja, und bleiben Sie dann alle auf Ihren Plätzen, denn die Siegerehrung für den Longines großer Preis von Baden, der findet hier direkt vor der Binnersee-Tribüne auf Zielhöhe statt, die Siegerehrung für den Longines großer Preis von Baden. Da sehen wir jetzt auch den Trainer Jean-Pierre Cavallo bei seinem Schützling, bei Ivanhoe. Und das ist jetzt Ihr Applaus. Lassen Sie Iffezheim beben für Ivanhoe, für das Gestüt Schlenderhahn, für Jean-Pierre Cavallo und für Philipp Minarek. Und das ist Ihr Sieger, der jetzt das Geläuf verlässt. Ivanhoe für das Gestüt Schlenderhahn, für Jean-Pierre Cavallo und Philipp Minarek.